bis zum Morgengrauen. Komm in die Lagune, denn da ist es heißer. So, letzte Partie für heute, für meine Vorproduktion. Wie das immer so ist, dieses Spiel macht schon auch ein bisschen süchtig. Das heißt ein bisschen, es macht unfassbar süchtig. Und das hat einfach damit zu tun, dass ich so denke, Mann, das muss doch möglich sein, in irgendeiner Form hier mal gerade irgendwas wiederzufinden. Das zerrt so an meinen Nerven, dass ich einfach hier so völlig planlos durch die Gegend laufen muss, weil ich nach 10 Metern in eine Richtung schon nicht mehr zurückfinde. Dass ich echt denke, Klausi, du musst da jetzt durch. Du musst das jetzt ausbaden. So, Skelett ist mir jetzt egal. So. Ich glaube sogar, der hat mich gar nicht erwischt. Kann das sein? So, wollen wir mal hier so ein bisschen runter. Wenn man hier jetzt so runterspringt, könnte schon ein bisschen unangenehme Folgen haben. Ja. Und es ist definitiv auch nicht das, wo ich hergekommen bin. Nee, so steil ging das nicht runter. Absolut nicht. Na, lass uns mal eben hier nochmal hoch. Ist ja gut, Leute. Mutti Kuh laut im Getreide war ein Loch im Zaun der Weide. Die schnappen wir uns da. Die sieht so hilflos aus. Die werden wir mal eben erlösen. So, ich muss nur aufpassen. Ah, das habe ich mir gedacht. Ist sie das jetzt da? Auf jeden Fall ist mir das erstmal ein Fail-Knopf wert. Und da graut tatsächlich auch der Morgen wieder. Das ist ja schön. Ich hoffe, es hört auch irgendwann mal auf zu regnen. Ganz schön verregnet hier. Also wirklich, ich hätte nie gedacht, ich dachte wirklich, boah, diese Lavafälle da und Wasserfälle, die sind doch unverkennbar. Da bin ich echt von ausgegangen. Ich dachte, das werde ich ja so schnell nicht aus den Augen verlieren. Und jetzt laufe ich hier rum, ich irre hier durch die Gegend und habe keinen Schimmer, wo die gewesen sein könnten. Ganz nett normalerweise ist natürlich, wenn man sich am offenen Meer vielleicht orientieren kann, weil man weiß, ohne ein Boot zu besteigen, komme ich da nicht weiter. Aber so clever war ich nicht. Ich bin halt einfach da, ich habe mich da einfach niedergelassen, wo ich gespawnt bin. Genau, und genau, das machen wir jetzt. Boah. Wir machen uns jetzt einen Kompass. So, ich habe den Kaffee jetzt auf. Wir machen uns einen Kompass. Also, was brauchen wir dafür alles? Erstmal brauchen wir keine Gesellschaft von Monstern. So, wir brauchen erstmal Holz für eine Werkbank. So, da wir kein Holz haben, holen wir uns das jetzt mal eben. Ich habe leider gerade nur Eisenwerkzeug zur Verfügung oder Steinwerkzeug zur Verfügung. Ist mir aber jetzt auch egal. So, ich glaube, das könnte sogar schon reichen für Planken. Ach, was mache ich denn hier? So. Werkbank. Ach so, warte mal. Um die zu bauen, muss ich mal eben Knochen loswerden. Okay. Werkbank. So, ist mir jetzt völlig egal, wo ich die aufbaue. Hauptsache, ich habe eine Werkbank. So. Redstone in die Mitte. Ach so, warte, ich brauche noch einen Ofen auch. Ich glaube, den Ofen können wir auch so bauen, oder? Ist das richtig? Nein, ist falsch. Ich muss da ein Loch in die Mitte bauen, also dann doch hier. Wir machen das jetzt ganz schnell, das geht innerhalb von Sekunden. Bruchstein, da. Und da wir jetzt gerade Tag haben, kriegen wir das jetzt alles hin. Super. Boah, ich habe jetzt echt Bock. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach nee. Okay.
wieder mal total peinlich, aber denkt ihr, ich weiß, wie man jetzt dieses blöde Chatfenster zukriegt? Ah, mit Escape, okay. Ich weiß auch nicht, wie ich es geöffnet habe. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was einem das Chatten bringt, wenn man alleine auf dem Server ist. So, Ofen ist dann. Warte mal, jetzt habe ich zwei Ofen, ne? Boah, so langsam wäre ich echt verrückt hier. So, egal. So, jetzt haben wir hoffentlich die Möglichkeit, Eisen herzustellen. Kohle haben wir auch noch ein bisschen. Eisenerz, so. Danke. Wie viel Fleisch haben wir noch? Ach, haben wir gar nicht so wenig Fleisch. Das ist ja gar nicht so übel. Einmal, reicht das schon? Ich glaube ja, ne? 7 könnte reichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 brauchen wir. So, das müsste jetzt reichen. Lass uns ruhig mal den Rest hier Fleisch garen. So, Redstone. Ich schaffe das in diesem Leben noch. Ich schwör's euch. So, und dann Eisenbarren. Wehe, das klappt jetzt nicht. Okay. Ich dachte, das wäre so gewesen. Habt ihr das nicht so beschrieben? Okay. Ich muss das nachschauen. Wir schauen im Wiki nach. Also, Minecraft, Wiki, Kompass. Das dauert eben immer noch viel zu lange. Ich muss das von vornherein aufrufen, damit mir das nicht so passiert. Ah, okay. Nicht ringsrum. Ich brauche viel weniger Eisen. Das habt ihr mir wahrscheinlich jetzt auch schon fleißig in die Kommentare geschrieben. Aber da ich das vorproduziert habe, wusste ich das leider nicht, dass 4 Eisen reichen. Ich habe meinen Kompass. So, jetzt muss ich gucken, auf was kann ich hier verzichten. Rosenstrauch. Oh, ich habe sogar einen Bogen. So, hier, das kann ich jetzt mal zusammenfassen. Das nicht. Aber das doch hoffentlich. Auch nicht. Gold ist das, verstehe. Steinspitzhacke, Eisen. Ach, eine Eisenspitzhacke verbrauche ich hier gerade die ganze Zeit. Ist nicht so schön. So, ich habe 3 Felder frei. Das heißt, warte mal. Sollen wir das mal eben mit der Steinspitze. Ich würde sagen, hier. Ja, das reicht uns. Ihr wisst, was mein Problem ist. Ich muss das jetzt so gut wie es geht alles mitnehmen. Sollen wir eben das noch abwarten? Ich glaube, ja. Dann, da ich jetzt kein Holzwerkzeug habe, muss ich jetzt diese Werkbank erstmal mit einer Steinspitzhacke abbauen. So. Und dann habe ich immer noch Platz für ein Feld. Das ist leider nicht genug. Warte mal, rohes Rindfleisch. Das ist auch Schweinefleisch. Verstehe. Und Hammelfleisch haben wir auch noch. Gebratenes Schweinefleisch. Gut, das können wir also hiermit zusammenfassen. Die Kohle, würde ich sagen, die schmeißen wir weg und dann haben wir noch den Ofen. Auch bescheuert, dass ich jetzt 3 Ofen besitze. Oder erstmal 2, aber. So, das ist mein letztes Schweinefleisch. Lecker ist das. Ich würde sagen, auf die Kohle verzichte ich jetzt. Die 2 Kohlen. Gut, auf geht's Richtung Kompass. Sollen wir den mal in die Hand nehmen? Nee, wollen wir nicht. Bringt nicht so viel. Und wehe, das ist jetzt nicht mein Spawnpunkt, aber müsste. Es kann eigentlich nicht anders sein. So, wäre ich jetzt hier lang gegangen? Wo ist der Birkenwald, frage ich mich jetzt gerade. Keine Ahnung. Aber es ist echt schon mal sehr, sehr gut. Endlich mal wieder ein Ziel vor Augen. Ich könnte aber, sorry, mal eben abbrechen und mein schönes gebratenes Fleisch dabei so ein bisschen konsumieren. Ach, das reicht schon. Wunderbar. Wir sind einfach die coolsten. So. Irgendwann merke ich mir auch mal diese ganzen
diese ganzen Orte hier. Immerhin, ich hab gemerkt, dass es hier auch noch viel zu entdecken gibt. Ne? Gab ja schon die ein oder andere Höhle, die sehr interessant aussah, die auch sehr, sehr groß aussah, wo es sich sicherlich lohnen würde, mal ein bisschen weiter zu graben. Und da sehe ich schon Lava, mein erstes Lava. Okay, das ist definitiv der falsche Lavafall, aber immerhin ist das schon mal ein Zeichen dafür, dass ich in die richtige Richtung gehe. Und ich werde es hoffentlich diese Folge noch schaffen, meine Tür wiederzufinden, um ja erstmal wieder ein bisschen was in der Truhe abzulegen, mir wahrscheinlich noch eine neue Truhe zu bauen. Und hier ist auch tatsächlich mein Kürbis, den habe ich von Weitem gesehen. Ja, ich erkenne die Sachen wieder. Der Kürbis wäre natürlich an sich auch keine schlechte Sache, die einfach mal stehen zu lassen. Tatsächlich habe ich ein Ei aufgesammelt vorhin. Wolle. Kann ich denn auf irgendwas verzichten hier? Oh, die zwei Kohlen konnte ich auch aufsammeln. Ach ja, richtig, weil das ja zwei Ofen ist. Das sind ja der Ofenplatz. Naja, den Kürbis lassen wir jetzt leider einfach mal so stehen. So, und über diesem Berg hier müsste eigentlich dann wieder meine Heimat sichtbar werden. Und ja, krass. Krass, ich hätte mir den Kompass schon viel früher bauen können. So, da haben wir Wasserfall und Lavafall nebeneinander. Von daher sind wir jetzt hier definitiv an der richtigen Stelle. Müssen jetzt einfach nur noch hier runtergehen und dürften dann auch... Wow, hier blubbert es aber ganz schön. Dürften dann eigentlich auch relativ schnell meinen Erkennungspunkt wiederfinden. Michael, da ist er. Okay. Von daher, ich bin eigentlich ganz froh darüber, über den Plan, einen Kompass zu bauen. Dadurch hat das jetzt wunderbar funktioniert. Und ich würde sagen, damit kann ich mich jetzt auch viel, viel besser trauen, mal auf Tierjagd zu gehen, um mir wieder Essen eben... Oh cool, ich konnte gerade auf die andere Seite gucken. Das ist so ein kleiner Grafikbug gewesen. Können wir das nochmal wiederholen? Nee, ne? Ich konnte durch die Tür schauen, aber gut, ist auch egal. Und dann kann ich auf Tierjagd gehen, mich wieder ein bisschen stärken und dann mich eben wieder auf Expedition begeben. Sehr, sehr coole Sache. Irgendwann werde ich wahrscheinlich auch mal wieder ein bisschen Holz brauchen, weil die Fackeln natürlich auch inflationär eingesetzt werden bei mir. Bruchstein werden wir auch brauchen. Ich brauche allerdings nicht so viele Ofen. Die werden wir jetzt erstmal... Boah, wir haben schon 10 Knochen. Granit kann ich nichts mit anfangen. Erde können wir nichts mit anfangen. Das Hühnchen, sollen wir das mal eben noch braten? Sehr gut, wir haben noch genug. Ja, machen wir erstmal das hier. Muss alles ja gebraten werden, von daher. So, rohes Hühnchen. Hellgraue Wolle braucht kein Mensch. Weiße Wolle brauchen wir irgendwann mal für ein Bett. Und damit hätten wir auch unsere erste Truhe quasi voll. Klar, man könnte natürlich jetzt von allem noch 64 haben. Jetzt muss ich mal ein bisschen schauen. Eichenholz haben wir hier, glaube ich, nicht. Weiße Wolle, Diorit. Boah, diese ganzen Steine, die verwirren mich vielleicht. Den Kompass werde ich mit auf jeden Fall behalten. Sollen wir die Steinspitzhacken mal kombinieren? Ich weiß es nicht. Erstmal nicht. Eisenspitzhacke. Hier haben wir noch eine Steinspitzhacke, eine schöne. Wir bauen erstmal eine neue Truhe, würde ich sagen. In der Hoffnung, dass ich genug... Wetten, ich habe nicht genug Holz dafür. Ich muss, glaube ich, einmal so drumrum bauen, ne? Und das reicht schon nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Dann holen wir uns halt noch eben Holz für eine Truhe. Wie ist das mit einer Axt wahrscheinlich, ne? Holzhacke? Keine Ahnung, wir nehmen jetzt mal all meine Holz... Holzwerkzeuge und bauen mal noch gerade ein bisschen Holz ab. Wieder mitten in der Nacht, gibt's ja gar nicht. Hauptsache, ich werde diesen Kompass nie wieder ablegen. Das ist das Allerwichtigste. So. Holz kann man doch draußen immer gebrauchen. Damit werde ich noch ein bisschen weitermachen.
Nichts Spektakuläres. Auf jeden Fall bin ich wieder super ausgerüstet, um weiter die Tiefen der Mine zu durchforsten. Macht's gut und wir sehen uns morgen. Tschüss. Teilen, abonnieren, sonst gibt's den Schulverweis. Also komm in die Lagune, denn da ist es heißer.